So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Banjo-Kazooie Grund zur Rache. So, den habe ich erstmal gekillt. Im letzten Part haben wir die dritte Welt betreten. Und ich habe ihn wieder eindrucksvoll gefailt. Ja, was mache ich denn da? So, rüberfliegen und zack. So, hier bin ich zwar runtergefallen, aber ich gehe trotzdem erstmal hier oben hoch. Oh. Manchmal kann ich ihn hier auch einfach ganz lame. Geht doch auch. Hier ist das Spukhaus. Oh mein Gott. Da gehe ich gleich hin. Wow. Ich gehe doch nochmal runter. Was mach ich denn da? Nur die falsche Attacke, ey. Wow. Puh. Ey, was? Ich dachte gerade noch so. Ich falle gerade runter. Denke, Moment mal, eben habe ich doch auch so gefailt. Das schaffe ich doch gar nicht. Und dann, naja, dann war es zu spät. Nein, hier muss ich doch gar nicht hin. Was? Was? Oh, oh, ich hab doch B gedrückt. Das Spiel hat... Oh ja, klar. Das Spiel hasst mich so sehr. Stimmt's? Du elendes Vieh. Ey, was? Ich verwechsel hier die Knöpfe so übelst oft. Das nervt mich gerade. Eine komplette Unfähigkeit. Zack. So, oh Gott. Oh, oh, ich wäre fast hinten rüber gefallen. So, nochmal. Zack, und jetzt springen. Wie jetzt? Hier ist gar... Hier ist gar nichts mehr. Ah! Gut, Leute, schon mal die ersten 5 Minuten des Parts völlig sinnlos verschwendet. So macht's doch Spaß. Och Mann, ey. Nee, nee, diese Welt mag ich nicht so gerne. Das ist übrigens auch die einzige... Ich drück wieder weiter von dafür. Das ist die einzige Welt, die wir nicht auf Anhieb abschließen können. Später wird uns noch ein Puzzleteil fehlen. So, erstmal muss ich mir da um das Puzzleteil so richtig lame. Nochmal. Richtig lame. Autsch. Jo, links war noch, rechts war noch Move, glaube ich. Ah, ich wusste es. Und die Honigfarbe. Okay, Banjo. Wird Zeit, dass dir diese gefiederte Vogelscheuche endlich hilft. Und zwar mit der unglaublichen Bohrbirne. Oh ja, die ist cool. Was heißt ihr endlich hilft? Ich mache doch die ganze Arbeit. Schielauge. Hör nun genau zu. Dies ist ein Move für Fortgeschrittene. Zuerst musst du mit einem Sprung deiner Wahl in die Luft springen. Mit L greifst du dann rund die Schergen an. Benutzt den Move auf einem brüchigen Untergrund, könnte einiges kaputt gehen. Was meinst du damit, Schielauge? Probiere den Move auf dem brüchigen Untergrund bei diesem Baum da aus. Und sieh selbst. Und auch was. Wirst du von rosa Schleimis angegriffen, solltest du wiederholt nach links und rechts drücken, bevor sie anfangen, dich auszusaugen. Oh mein Gott. Da ist ein Sindel oben drauf. Bam, 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 bam. Kann man auch mit dem richtigen Hochsprung machen. Jetzt zack. Das hat man ja schon im Vorspann gesehen. Kam ja Banjo an, ne? Uhi, warte mal, ich weiß noch. Zack, zack. Da kam er so an. Da vorne und... Dann kamen die Typen. Schnell weg. Und dann kam wieder mit der komischen Schutzattacke. Hm? Dann könnte ich euch wieder mal zeigen. Egal. Okay, Noten. Wie viel haben wir? Na, die Hälfte. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier ist, glaube ich, der Endgegner. Oder der Zwischenboss, meine ich. Ja, Endgegner. Ist ja quasi der Endgegner der Welt, ne? Aber die kann man nicht besiegen, die Scheißtypen da. Oder vielleicht so? Ne, kann man nicht.
Oh, die Eier kriegt man hier. Die Elektro-Eier. Ich wette, du fragst dich, wie du an die Honigwabe hinter dem Gitter herankommst. Oder aktiviere den Eitacken-Modus und wechsle zu den Energieeiern, indem du R drückst. Feuer sie in die Löcher und schau, was passiert. Diese Eier sind mit Energie aufgeladen, um Dinge zu bewegen und Gegnern einen Schlag zu versetzen. Das ist immer so anstrengend, den zu sprechen. Oh mein Gott. Für die Slowdowns. So. Zack. Und Eier. Was mache ich denn da? Ah, was mache ich? Zack. B. Zwei Stück. Yeah. Und noch die zweite Honigwabe ist uns sicher. So. Kann ich auf den Tisch? Natürlich nicht. Egal. Oh, ich habe doch die Reuattacke gemacht. Ich kann mich dann wenigstens wehren. Boah. Ihr scheiß Viecher. Ich will nach oben. Ich mache den Zwischenboss erst gleich. Die mache ich dann zum Schluss und dann, ne? Ihr wisst schon. Hier ist noch ein versteckter Room. Oh, tatsächlich. Aha, voll versteckt. Richtig fies. Bing, 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 bing. War eigentlich sogar noch irgendwie was drin oder so? Nee. Ich irre mich mal wieder. Aua, ey. Ich bin gleich tot. Was ist hier? Ah, außerdem hier ist der Zwischenboss. Oh mein Gott, hab mich geirrt. Egal. Machen wir das andere da gleich auf dem... So, damit wechseln und schießen. Eigentlich will ich ja gar nicht, ja? Warum explodiert der mal kurz was? Oh nein, der Dicke schon wieder. Mit Klungus Wasser aus dem Sumpf kann man guten Trank brauen, der uns sichtbar macht. Sollte Trank funktionieren, wird Banjo gegen uns sichtbare Grundlinge ein. Keine Chance haben. Nun zum Test der neuesten Formel. Voll unsichtbar, sehe ich schon. Grund, die nicht froh sein, wenn Trank funktioniert. Nur kurz, Klungo muss Trank neu brauen. Um Gottes Willen. Banjo, Klungos Plan. Ungehört, überhört. Jetzt Klungo mit Vogel und Bär suchen und verhauen. Spielen, Banjo nicht sehen. Hä, was? Banjo nicht sehen, was ihn getroffen. Ich bin schon wieder zu blöd zum Lesen heute. Wieder altbekannte Taktik, genau, er ist einfach mal random weggespawnt. Ich glaube, ich werde sterben. Die Tatsache gefällt mir nicht. Dass ich eines grausamen Zermatschungstods sterben werde. Aber das ist doch ganz egal. Zack. Oh, nochmal, na klar. So. Wir haben gekonnt übersprungen. Kann ich überspulen. Ja genau. Er springt einfach mal statt die Rollattacke zu machen. Och Mann. Oh. Hab dich immer random wegzuporten. Aua. Nur drei Treffer, soll das ein Scherz sein? Naja, wird wahrscheinlich schon schwer genug. Hier Sau. Bim, bim. Aua. Und oh. Der ist ja unten in der Ecke, voll fies. Oh. Aua. Nicht witzig. Tot. Entschuldigt Klungo, bitte. Klungo braucht mehr Zeit, um Tränke zu brauen. Klungo hat große Überraschung für Bär.
stimmt, warum lässt er eigentlich ein Puzzleteil und den Mumbo-Schädel da? Egal. Yeah. So, jetzt kommen wir auch schon wieder zurück. Ach ja. Oh mein Gott. Ey, es ist gerade nicht gesprungen. So, mal eben abkürzen. Moment mal, war da gerade was? Tatsächlich. Ein Glück, dass ich das noch gesehen habe. Ey, Mann, ich bin ja auch. So, jetzt noch eben das Ding da unten holen und dann raus hier. Aus diesem Spukhaus. Achso, es ist zu. Alle hassen mich heute mal wieder. So, was ist denn hier los? Komm ich da nicht so ganz lame so hoch? Ne. Okay, dann müssen wir jetzt wohl Transporter aktivieren. Das sieht irgendwie voll gezeichnet aus hier. Okay. Attack-Mode. Oh, noch ganz knapp gekriegt. Ich erinnere mich auch, wir mussten hier, glaube ich, noch im Dings schießen. Während das hier vorbei, genau. Alles klar. Komm doch voll rauf. So, alles nur für so ein lames Puzzleteil. Voll lame. So, Buch der schwarzen Magie. Immer noch. So, jetzt habe ich schon absolutely kein Plan, wo wir noch hingehen können. Mir fehlen aber noch ein paar Sachen. Nicht schön. Ah, stimmt, ein Puzzleteil können wir uns ja noch nicht holen. Ich werde sterben. Oh, wie fies. Oh, jetzt spawn ich da oben wieder, ey. Man spawnt immer da, wo man halt zuletzt rausgekommen ist. Wow, 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 wow. Oh, na klar. Ich habe jetzt schon keinen Plan mehr, wo wir noch hingehen können. Das ist nicht gut. Wow. Ey, wo können wir denn noch hin? Meine Güte. Ach ja, jetzt kann ich mich ja verwandeln. Genau. Ein Puzzleteil können wir uns noch nicht holen, aber auf jeden Fall schon alle Noten. So war das, glaube ich. Hier vor so ein Danger-Zeichen. So. Benjo hat noch ein Totem für Mumbo-Magie. Mumbo hoffen, alles wird gut. Mumbo verwandeln Benjo jetzt. In eine Kerze. Momo nennt das Kerze. Kerze kann bringen Licht für Benjo an dunklen Orten, benutze Arm zu springen, Sachen anzünden und schmelzen können mit B. Na, wenn du meinst.
Voll geil. Ja, und hier können wir jetzt auch schon rechts reingehen. Mache ich das noch? Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Ich glaube, man ist instant death, wenn man getroffen wird. Schon der letzte? Tatsächlich. Geil, das hole ich mir noch ab. Die Jinjos sind wieder vereint. Deine Belohnung wartet. Na klar. So, alles klar. Dann, scheiße, da kommt, glaube ich, ein Viech raus. Oh, geschafft. Yeah, alle Noten. Oh, jetzt habe ich auch so einen übersprungen. Entschuldigung. Oh. Oh, voll versteckt hier hinter. Das sieht man erstmal gar nicht. Okay, haben wir jetzt... Warte mal, wir haben ja 7 Puzzleteile. Ne, 6. Oh. 7. hier, 8. Jinjo. 9. weiß ich nicht. Und 10. erst später. Alles klar, Leute. An dieser Stelle beende ich erstmal den Part, würde ich sagen. Ich gehe mal kurz speichern. 1 Stunde 35 schon. 2 Stunden Nacht, oh mein Gott. Leute, an dieser Stelle bis zum nächsten Part. Stimmt's? Ich stimme schon mal auf Puzzleteil hier. Und ich sag, bis zum nächsten Part. Ciao!